Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Shotcut-Folge, ein neues Tutorial mit dem Thema Audiovisualisierung. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast und dabei bist. Heute besprechen wir die Visualisierungen Wellenform, Spektrum, Licht und Tanzvisualisierung. Und im Hintergrund habt ihr schon einen kleinen Vorgeschmack, wie das aussehen wird. Dann schauen wir uns doch einmal an, wie ich das gemacht habe. Vorweg, über Shotcut sehen wir, welche Version ich benutzt habe dazu, also die 19.12.13 Version. Das ist wichtig, weil da nämlich auch neue Filter drin sind. Wir sehen hier auf der linken Seite schon mal in der Wiedergabeliste, was ich alles für Medien eingefügt habe. Und hier unten habe ich schon mal vorbereitet 6 Spuren, davon eine Audiospur und der Rest sind 5 Videospuren. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier einen Musiksequenzer verwendet. Das ist so eine Art Synthesizer mit integrierten kleinen Mischpultstudio und darin befindet sich die Instrumentalversion von Eurythmics Beethoven. Wir haben ja das Beethoven-Jahr zum 250. Geburtstag von Beethoven und ich mache mal jetzt mit Steuerung Numpad Plus, also nicht Tastatur Plus, sondern Numpad Plus, habe ich hier leider nicht drin. Hier, sondern nur hier die Zahlen und gucken uns das Ganze mal hier vergrößert an. Fangen wir hier unten an. Aus dem Musiksequenzer habe ich über mein Mischpult diese WAV-Datei erstellt, die ihr hier unten sehen könnt, diese Audiodatei. Dafür habe ich, das zeige ich mal hier oben, da gibt es nämlich Ausgänge links und rechts, das Ganze sozusagen über mein Mischpult abgegriffen und im Computer aufgenommen. Mit einer Videokamera, die auf einem Stativ befestigt ist, habe ich dann diese Spur aufgenommen. Und zwar gucken wir uns mal die Eigenschaften an. Und das ist immer ganz wichtig für eure Projekte, die ihr in Shotcut macht. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Wir gucken uns die Original-Eigenschaften an. Auflösung 1920x1080 und die Framerate 50 Frames per Second, 50 Bilder pro Sekunde. Die Audio-Wave-Eigenschaften kann man hier auch abrufen. PCM Signed 16-Bit, Little Endian, 2 Spuren, also Stereo. Und Sample Rate 44,1 kHz in dem S16 Format. Zusätzlich habe ich aus der gleichen Kameraposition, ich drehe mal mein Mausrad, da lassen sich nämlich auch hier unten das Fenster verschieben, habe ich das hier aufgenommen. Das ist sozusagen das herangezoomte Display des Sequenzers. Und warum habe ich das gemacht? Das sieht man auch, weil das Display hier sehr überstrahlt. Deswegen habe ich nochmal hier eine Spur ergänzt und dort einen Filter eingebaut. Und ich zeige euch das mal, wie das aussieht. Ich gehe auch mal ein bisschen größer ran, damit man das besser sehen kann. Also mit und ohne Spur. Nochmal mit Spur. Damit das Ganze auch so ein bisschen einen Leuchteffekt bekommt, habe ich hier in dieser Spurfilter, das sieht man hier im Trichterzeichen, ein paar Filter eingebaut. Chroma Key einfach, Größe und Position und die Farbabstimmung. Ich mache mal alles aus, damit man das sehen kann. Verkleinere das nochmal. So wäre es dann im Original aufgenommen. Und wenn ich nochmal das Color Grading anzeige, dann sieht das so aus. Da habe ich nicht viel gemacht, sondern habe nur bei den Glanzlichtern das Ganze so ein bisschen in die bläuliche Tönung mit etwas erhöhten Werten hineingenommen. Also für Rot, Grün und Blau. 19,6%. Natürlich musste ich auch ein Chroma Key verwenden. Ich zeige das mal an. Sieht dann so aus, damit man auch den Rest sieht. Denn wenn ich die Größe und Position nehme, also den Filter, um zu gucken, ob es genau in der Flucht ist, dafür vergrößern wir noch mal ein bisschen, habe ich den Chroma Key einfach auf schwarz gesetzt. Die Position und Größe lässt sich ja hier noch pixelweise noch hier verfeinern und einstellen, so damit es genau passend ist. So, und so sieht's aus. Das ist übrigens immer ganz hilfreich, wenn man
elektrische Geräte hat, die ein Display haben und man möchte das elektrische Gerät gesamt zeigen, aber durch die Überstrahlung sieht man halt eben nichts, sondern nur eine weiße Fläche. Wenn ich wieder ganz runter scrolle, dann seht ihr, habe ich einmal diesen Film hier, der Gesamtaufnahme dieses Sequenzers und hier noch so eine kleine Vorintro-Geschichte, wo ich halt eben mit meinem Finger hier drauf drücke, auf dem Play-Button. Das Ganze habe ich noch an dieser Stelle hier geschnitten und wir sehen schon im Filter haben wir hier einen Stumm stehen und hier habe ich sozusagen noch meine Feinabstimmung gemacht im Color Grading, sowohl als auch hier, weil mir das Ganze ein bisschen zu gelblich war. Je nach Kamera empfehle ich noch eine Farbabstimmung. Und hier vorne habe ich dann noch ein paar andere Filter mit eingebaut, wie zum Beispiel Video einblenden. Ganz zu Anfang gehen wir mal hier eben kurz rüber. Und ungefähr eine halbe Sekunde blendet sich das ein. Und normalisieren zwei Durchgänge, damit das auch schön laut ist zu Anfang in den ersten Sekunden. Und dann wird Audio ausgeblendet und das Audio wird auch hier zu Anfang eingeblendet. Da lasse ich doch mal ganz kurz diesen Anfangsclip laufen. Und hat sich das ausgeblendet. In diesem Clip seht ihr die Gesamtaufnahme des Sequencers. Und auch dort ist eine kleine Wellenform zu erkennen. Das ist sozusagen das Mikrofon der Kamera gewesen, die auch in dieser Videospur steckt. Das lasse ich mal kurz hören, indem ich hier mal den Stummfilter ausschalte und hier diesen Song auf Stumm stelle. Dann hören wir nur diese Spur. Die ist natürlich sehr leise. Und jetzt aktiviere ich den Stummfilter wieder und hier werde ich den Song nochmal aktivieren, damit wir die bessere Qualität haben. Gut, okay, ein paar Knackser können natürlich sein, weil die Echtzeitvorschau auch rechenintensiv ist. Jetzt gibt es natürlich noch das Problem mit der Synchronisation. Weil ich habe ja hier die Wellenform exakt an dieser Stelle angepasst, wie auch hier dieser Sound ist. Gehe nochmal auf Steuerung Numpad Plus, das Ganze ein bisschen zu vergrößern. Wir können es noch mehr vergrößern. Und hier sehen wir natürlich hier, wie die Wellenformen angeordnet sind. Das Ganze werde ich noch extremst in die Breite ziehen. Und wir können, wenn wir hier zum Beispiel schon ein Referenzbild haben der Audiospur in dem Videoclip, und hier unten sozusagen auch hier dann die einzelne Tonspur, reicht es meistens aus, das Ganze visuell anzugehen. Also ich gehe hier hin und dann gucke ich. Aha, da fängt es an. Und hier kommt der nächste Beat. Und so weiter und so weiter. Und dann seht ihr, dass das alles genau übereinander liegt. Also wenn ihr eine separate Tonspur habt, dann das Ganze so verschieben, dass es exaktement drunter ist. Das könnt ihr auch, wenn es zu Einrastungen kommen sollte, könnt ihr mit gedrückter Alt-Taste noch feiner einstellen. So, dann gehen wir wieder hier hin, verkleinern das Ganze. Und jetzt werde ich das Ganze ein bisschen hier hochschieben, damit die anderen Spuren auch noch sehen können. Und wenden uns nun zu den Audiovisualisierungen zu. Ihr seht ja hier schon bei den drei leeren Tracks, hier gibt es Tanz, Wellenform, Spektrum. Die habe ich schon mal so benannt. Wie macht man das? Doppelt draufklicken, den Namen eingeben und Enter klicken. Diese Audiovisualisierung funktionieren nur in einer Videospur. Denn diese sind nämlich auch unter den Filtern zu sehen. Wenn ich hier hingehe auf Video, Audio, Licht, Visualisierung, Spektrumsvisualisierung und Tanzvisualisierung und Wellenformvisualisierung. Die funktionieren nur in der Videospur und in Verbindung mit der darin enthaltenen Sounds bzw. mit der Audiospur. Das wäre in diesem Fall natürlich sinnlos, weil wir hier einen ganz kleinen Pegel haben und somit diese Audiovisualisierung nicht so zur Geltung kommen.
oder ganz schwach sind. Habt ihr aber einen Videoclip mit einer gut ausgestörten Audiospur darin, so könnt ihr diesen verwenden. Aber Obacht, das mache ich jetzt mal und werde hier eine Wellenformvisualisierung einfügen. Man sieht das hier schon. Die lässt sich natürlich auch in der Größe ändern, lässt sich in der Position ändern und die lässt sich hier auch noch variieren. Doch da gehe ich später drauf ein, denn wenn ihr auf die Idee kommen solltet, danach noch irgendwie einen anderen Filter zu benutzen, wie zum Beispiel Drehen und Skalieren, dann passiert nämlich Folgendes. Ich drehe mal, wird auch natürlich das Basisbild, worauf der Filter liegt, mitgedreht. Also machen wir den weg. Und die Audiowellenformvisualisierung werden wir auch ausschalten. Befinden wir uns hier mit der Maus hier auf dem Skalierungsregler, können wir auch mit dem Mausrad in größeren Schritten skalieren oder verkleinern und vergrößern. So, dann machen wir ein bisschen kleiner, dann haben wir eine bessere Übersicht. Möchte ich jetzt nun die Audiovisualisierungen separat haben, um sie auch separat drüber zu legen, ohne dass sich hier irgendwelche Veränderungen des Basisbildes ergeben, kann ich diese Audiospur kopieren. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier an der richtigen Stelle bin. Ja, genau, richtig. So, ich nehme hier zum Beispiel, gehen wir mal auf Spektrum, auf diese Spur und füge sie durch Ctrl-V. Na, da ist es schon. Oder hier. Ich habe mich natürlich hier den Tastenkürzeln verschrieben, das ist klar. Und deswegen hier auch nochmal zur Kontrolle kann man das sehen, welche Tasten ich benutze. Gut, jetzt seht ihr, haben wir zum Beispiel schon mal hier eine Audio-Videospur, obwohl die nur transparent ist. Dann gehe ich jetzt mal irgendwo mittendrin und füge die Spektrumsvisualisierung ein. Gehe nochmal hier rein. Audio-Spektrumsvisualisierung. Zur besseren Ansicht werde ich es mal vergrößern auf unser normales Format. Ach, kann passieren. So, dann haben wir das schon mal an Größe und Format und Position richtig hingelegt. Dann kommen wir jetzt mal zu den einzelnen Punkten. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde zur schnelleren Darstellung dich mal abschalten. Dann lasse ich das mal laufen. Und wir sehen schon mal lustige Wellen, die so hin und her hüpfen. Das Ganze machen wir noch ein bisschen größer. Bleiben wir hier in dem oberen Bereich, damit wir das hier alles sehen können. Und wir können sogar noch ein paar Funktionen mit einfügen, wie zum Beispiel füllen Sie die Flächen unter dem Spektrum. Das werden wir mal anhaken. Und dann wird sich alles weiß füllen. Möchten wir noch eine andere Farbe da haben, dann können wir bis zu 10 Farben nehmen. Die können wir halt eben durch Definition. Ich nehme eigentlich immer 9 Farben, damit ich hier die Mitte gleich definieren kann. Dann nehmen wir mal hier helles Rot. Dann nehmen wir hier ein dunkles Rot. Hier ein dunkleres Rot. Hier nehmen wir dann mal ein ganz dunkles Rot. Und hier nehmen wir Schwarz. Spielen das Ganze nochmal ab. Achtung, am Anfang kratzt es immer ein bisschen. Und jetzt haben wir halt eben gesehen, unten war schwarz. Also ist das sozusagen die erste Farbe. Und hier geht es dann, desto höher die Spitzen sind, geht es dann weiter rein in die Helligkeit, die ich jetzt mal hier auch definiere. Dann lassen wir das mal weiß. Hier kann man schon so den Gelbanteil sehen. Je nachdem, wie stark das Signal ist, umso mehr reicht die Wellenform hier in unsere Farbskala hinein. Ich mache jetzt mal den Sound aus.
konzentrieren uns nur auf die grafischen Fähigkeiten, die so ein Spektrumsvisualisierer hat. Und zwar können wir das dann auch live anwenden. Hier haben wir zum Beispiel die Stärke. Wie viel Pixel? Das wird aber dann nur zu sehen sein, wenn ich dieses Anfüllen wegnehme. Da seht ihr natürlich die Dicke der Linie. Dann spiegeln wir mal das Spektrum. Dann sieht das so aus. Und auch das lässt sich anfüllen mit unserem vordefinierten Farbverlauf. Oder ich kann es umkehren. Ich gehe wieder ein bisschen in den feineren Modus hinein. Also ich gehe mal wieder auf ein Pixel. Und jetzt gibt es hier noch Bands, also Bänder, die Frequenzbereiche, die ich hier einstellen kann. Also von 20 bis 20.000 Hertz. Je nachdem, wie fein ich das einstelle, umso feiner werden auch die Wellenformen. Und bei nur mindestens 5 Bändern sehen wir dann halt eben, was sich hier verändert. Ich lasse mal das Ganze wieder auf Normal, damit das hier wieder unten bündig ist. Jetzt gehen wir mal auf die nächsten Geschichten rein. Und zwar steht hier Spannung 0,4. Wenn ich die jetzt erhöhe, wird sich, ich mache jetzt mal eine Pause, nee, das geht nicht, weil ja kein Audiosignal anliegt. Aber ihr könnt ja sehen, dass hier das Ganze ein bisschen hier krackeliger wird, wie so eine Art Feuer. Erniedrige ich die Spannung, dann wird das Ganze auch ein bisschen krackeliger. Was das für ein Punkt ist, was damit gemeint ist, weiß ich nicht. Wir bleiben mal auf 0,4. Weiter, die Bänder haben wir besprochen, das sind die Frequenzen. Dann kann ich sogar eingrenzen, welche Frequenzen ich darstellen möchte. Wenn ich zum Beispiel nur die tiefen Frequenzen darstellen möchte, dann gehe ich hier ganz weit runter. Oder ich gehe ganz weit hoch und grenze das hier ein, damit er nur einen bestimmten Frequenzgang durchlässt, wie zum Beispiel ab. Na, jetzt geht's. Jetzt kommen die Höhen. Gut, okay, schwarz ist ein bisschen. Schwarz ist ein bisschen unglücklich gewählt als Farbe. Aber hier haben wir sozusagen den ganzen Frequenzumfang drin. Ich gehe mal wieder ein bisschen weiter nach vorne. Spiele ab und komme auf den Punkt Grenzwert, Threshold. Würden wir den jetzt erhöhen, würde die Empfindlichkeit geringer. Und man sieht weniger. Und wenn ich ihn wieder in den Minusbereich ziehe, wird er wieder groß. Ich habe jetzt mal die Farben geändert. Und übrigens, leider lassen sich hier diese Kästchen nicht verschieben, sondern hier lassen sich nur die Farben ändern. Also wie bei Bildbearbeitungsprogrammen, um einen Verlauf zu erstellen, lässt sich in Shotcut noch nichts verschieben. Ich spiele nochmal ab, gucken, ob das besser aussieht. Das sieht besser aus. Jetzt zeige ich das, was ich eben schon angesprochen habe. Und zwar mache ich es ein bisschen kleiner. Und zwar werde ich nur diesem Farbspektrum noch ein Drehen und Skalieren verpassen. Lasse das Ganze abspielen. Das braucht natürlich wieder hier Ressourcen, ist klar. Wir rotieren das ein bisschen. Jetzt können wir sehen, aha, das Ganze wird gedreht. Ist doch wunderbar. Gucken wir mal, um welche Achse er sich dreht. Er dreht also sozusagen um die mittlere Achse des Spektrumvisualisierers, wie ich das mitkriege. Ja. Ja, ich check das nochmal lieber. Indem ich den mal verschiebe. Nein. Da müssen wir also sozusagen ein bisschen fummeln. Wenn ich ihn zum Beispiel, ich mache mal das mal wieder weg, ihn hier positionieren möchte, in einer ganz gewissen Größe, zum Beispiel hier auf der linken Seite, wie ich es im Eingangsvideo gesehen habe. So, dann gehen wir mal hier auf 1080, auf 0.
dann dürfte er nur in diesem Bereich hier seine Grundeinstellung und die Pegelspitzen haben. Doch ich möchte ihn natürlich, dass er von links seine Pegelspitzen ausschlagen lässt. Dann aktiviere ich nochmal das Drehen und Skalieren. Wir werden hier mal einen Wert eingeben von minus 90 Grad. Und wir sehen nichts. Dann schauen wir doch mal, woran das liegt. Also ich lasse nochmal laufen, gehe hier auf die Spektrumsvisualisierung, mache den mal doch noch ein bisschen breiter. Aha, da ist er jetzt plötzlich drin. Gut, okay. Wir sehen, der Filter ist noch nicht so ganz ausgereift. Aber das ist nicht so schlimm, da werde ich mir schon was anderes einfallen lassen. Und außerdem ist er jetzt hier auf der falschen Seite. Also machen wir nur 90 Grad und dann ist er an der richtigen Stelle. Wenn ich jetzt das Ganze schmaler mache, wird er auch schmaler, aber auch skaliert er kleiner. Das heißt, er muss sozusagen im vollen breiten Bereich sein. Und dann müssen wir halt eben noch so ein Positions- und Größenfilter einfügen. Das machen wir mal eben. Größe und Position. Okay, ist hier. Ein bisschen weiter rüber wieder, damit wir was sehen können. So, da ist er. Schieben wir die Größe und Position exaktement ungefähr an den Rand, wie wir brauchen. So, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das minus 422 sind. Und hier 0. Und hier 1080. Ja, das war das. Damit sich die Audiospuren aber nicht überschlagen in der Lautstärke, ist es ganz wichtig, dass Sie hier in dem Gesamtfilter des einzelnen Tracks hier den Filter Stumm verwendet. Diesen findet ihr unter Audio Stumm. Kommen wir nun zum nächsten Audio-Visualisierungsfilter. Wir nehmen unsere Basis-Audiospur, kopieren diese. Jetzt mache ich das Ganze noch mal ein bisschen größer hier mit Steuerung Plus. Und wir haben hier schon mal vorbereitet, auch mit dem Globalfilter Stumm, dass wir diese hier auch per Einfügen wieder in diese Spur bringen. Auch zur besseren und schnelleren Betrachtung mache ich mal unseren Voreffekt mal weg und fügen einen anderen Audiovisualisierungsfilter ein, der da heißt Wellenform. Das ist dieser hier. Den hatten wir ja anfangs schon gesehen. Den werde ich ein bisschen größer machen. Machen wir ihn ungefähr hier hin. Und auch hier werde ich mal starten. Wir sehen erstmal eine ganz normale, ja, wie so ein Oszilloskop oder ein EKG hier. Eine ganz normale Linie. Und jetzt kommen wir mal hier auf die Stärke. Hier können wir auch wieder hier die Linien verdicken. Bis 20 Pixels. Wir können auch hier wieder Größe und Position nehmen. Und ich kann auch die Fläche füllen lassen bis zur Nulllinie. Dann steht hier noch alle Kanäle in einer Wellenform kombinieren. Das machen wir aus. Schon haben wir das Stereosignal, sofern natürlich in der Audiodatei eins vorliegt. Was wir auch machen können, ist die ganze Sache noch ein bisschen stauchen, sodass wir sozusagen hier eine laufende Wellenform bekommen. Auch hier haben wir die Möglichkeit, wieder Farben zu nehmen. Schon gesagt, ich nehme 9 Farben, damit ich hier eine Mitte habe. Und dann gucken wir mal, wo Rot sich dann... Rot ist dann in der Mitte. Gucken wir mal hier, jetzt nehme ich mal eine ganz andere, krasse Farbe. Okay, dann nehme ich mal hier auch eine andere, krasse Farbe. Jawohl, zum Beispiel. Hier sehen wir, dass bei diesem Filter die Wellenform stoppt und auch sichtbar bleibt, weil ja schließlich vorgerendert wird. Ich gehe jetzt mal wieder hier in die Position hinein und
werde das auch so anfüllen, wie ich das habe. Gehe dann hier hin, sage 0 und hier haben wir Größe 351 und hier gehen wir auf 1080. Dann ist das einigermaßen passend. Auch hier habe ich wieder die Farben geändert. Bisschen fließender, weil ich möchte nämlich noch eine Audiovisualisierung hinzufügen hier als Filter, und zwar die Lichtvisualisierung. Die haben wir hier. Doch die wird wieder mit einem Kästchen dargestellt. Auch hier mache ich wieder ein paar Farben rein, sagen wir mal 5. Dann nehmen wir mal ein krasses Violett, und zwar ein helles Violett in der Mitte und dann mal ein krasses helles Grün außen, oder wir nehmen mal ein krasses helles Blau. Als Anmerkung sei hier gesagt, dass bei diesem Audio-Lichtvisualisierungsfilter er etwas braucht, um es zu bestrahlen. Das heißt, er würde sozusagen nicht das Bild anstrahlen, sondern wenn ich ihm auf etwas lege, was schon in seinem Filter-Queue ist, also hier in der Filterreihe, ich lasse es mal laufen, dann seht ihr, dass dann hier die Farben auch sichtbar sind. Weil wir haben ja hier schließlich eine transparente Videospur mit einem Audio drin. Wie in diesem Fall die Audio-Wellenform-Visualisierung, die ja hier, die ja hier ist. Wir werden das Ganze mal wieder ein bisschen auf Größe bringen. So ungefähr. Gucken uns das an. 9.080. Jetzt nur so als Demonstrationszwecken gucken uns das Ganze an. Und beide Wellenformen müssten dann so ein bisschen bunt erscheinen im Takt der Audiospur bzw. der vorliegenden Audiospur hier in diesem Video. Die Lichtvisualisierung funktioniert natürlich auch, wenn in der Videospur bereits Bildinformationen in Form von Filmen oder Bildern sind. Kommen wir nun zur letzten Audiovisualisierung, und zwar die Tanzvisualisierung. Ich habe mir gedacht, wie ihr es auch gesehen habt, dass ich diesen Sequencer nicht so starr da rumstehen lasse, sondern dass er so ein bisschen in das Bild hineinzoomt im Takt. Und zwar auch wirklich nur nach den Bässen. Dazu brauchen wir diese Videospur, die halt natürlich hier stumm geschaltet ist. Und wir müssten sozusagen in dieser Videospur diese Audiospur noch hineinfügen. Leider geht das noch nicht. Es gibt nur die Funktion Trenne Audio, aber wir bedienen uns eines kleinen Trickes, der da heißt Exportieren. Im Folgenden bedeutet das, ich exportiere von hier bis zum Ende die Spuren, die ich haben möchte. Und zwar müsste ich diese hier wieder anmachen, damit wir hier auch das Display wieder gut sehen können. Und alle anderen Filter sind ausgestellt. Ich gehe auf Zeitachse zur Quelle kopieren. Dann geht das hier schon automatisch los. Dann gehen wir mal auf Pause. Gucke im Projekt, wo der Cursor steht. Der steht bei 5.23. Gehe wieder auf Quelle. Und gebe hier 5.23 ein. Und definiere das als Endpoint mit der Taste I. Ja, und das geht dann bis zum Ende. Dann gehe ich auf Exportieren. Gehe auf Erweitert. Sicherheitshalber mal YouTube. 50 soll es bleiben. Codec kann auch ruhig bleiben. Und Audio. Ja, ich habe das alles sowieso in 41 kHz aufgenommen. Und 192K. Und gehe auf Exportieren. Nochmal hier hin. Und ihr seht, ich habe das hier schon mal vorbereitet. Dann mache ich mal hier aus Demonstrationszwecken mal eine 2 hin. Und dann sehen wir hier oben, dass er dann das Ganze exportieren wird. Das dauert natürlich ein bisschen. Ich habe natürlich den Job jetzt abgebrochen, aber wenn er jetzt fertig ist und das hier grüne Häkchen erscheint, dann geht ihr auf Öffnen. Hier steht zwar Starten. Dann zeigt es sich hier in diesem Vorschaufenster an, dann geht ihr auf die Wiedergabeliste und zieht es hier rein. Oder ihr schiebt es von der Vorschau in die Timeline hier unten in diese freie Spur hinein, snappt rein
Ganz wichtig ist, dass diese beiden Funktionen aus sind. Sonst gibt es hier Chaos. Was hier noch neu ist, ist, wenn ich rechts klicke, dann geht hier auch ein neuer Punkt auf, der da heißt Beendete entfernen. Oder auch hier könnte man auch sagen Beendete entfernen. Dann haben wir hier wieder Platz und freie Sicht. Da jetzt dieser exportierte Film über diesen Grundfilm liegt, brauchen wir diesen nicht mehr. Wir fügen dann hier sozusagen einen Filter ein, der da heißt, ups, wir brauchen natürlich auch die oberste Spur nicht mehr. Jetzt ist noch was schwarz. Genau, wir müssen dich aktivieren. Und die Spektrum- und Wellenform lassen wir nochmal aus. Geben einen Filter rein und auch diese Tanzvisualisierung ist hier. Können wir hier aktivieren. Und ja, es ist eine Menge drin in diesem Filter. Gucken wir mal, okay. Anfänglicher Zoom 100%, also hier passiert dann noch nichts. Und dann die Oszillation haben wir auch wieder, dann haben wir einen Zoom, dann zoomt er ungefähr um 10%. Dann kann er vorwärts sich verschieben, im Takt nach oben, nach rückwärts, nach unten würde er sich dann verschieben, nach links und nach rechts im Takt. Oder er kann sich auch drehen im Uhrzeigersinn oder im Gegenuhrzeigersinn. Auch hier können wir wieder die Frequenzen einschränken und hier haben wir auch wieder die Empfindlichkeit. Na, schauen wir mal, wie das aussieht. Aha, er pumpt ein bisschen, muss auch natürlich als Echtzeit ist hier rechnen und deswegen kann man es nicht so genau erkennen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich werde mal die Oszillation runternehmen, weil ein zusätzliches Zittern, während er wieder zurückgeht, möchte ich nicht. Da ich aus Erfahrung natürlich schon ein paar Werte habe, werde ich das Ganze mal hier auf 35 im Zoom setzen. Möchte nur, dass es im Bassbereich klingt, also visuell wird. Und der Grenzwert ist mir noch ein bisschen zu empfindlich, da gehe ich auf minus 12. Dann gucken wir das mal in der Vorschau an, die eigentlich so nicht viel bringen wird. Deswegen müssen wir auf althergebrachte Weise sozusagen wieder die Zeitachse zur Quelle kopieren und suchen uns mal einen Bereich aus, der, na sagen wir mal, 9 Sekunden, sagen wir mal hier 12 Sekunden. Das ist sozusagen hier die Spieldauer und das sollte eigentlich für uns reichen. Wir exportieren das Ganze wieder. Zwar habe ich hier schon mal geschrieben Test, das verwende ich immer wieder für Vorschauen. Können wir ruhig benutzen. Das Ganze dauert ein bisschen. So, jetzt dürfte er gleich fertig sein. Dann öffnen wir das Ganze. Das Ganze machen wir jetzt mal mit Sound. Jawohl, und gehen wieder zurück. Und gucken wir nochmal auf die Einstellungen und zwar im Filter habe ich ja die Oszillation auf 0 gesetzt. Also nochmal zur Erklärung, die Oszillation bewirkt ein Zittern im Weg des Zoomes, also von 100% auf 135% würde noch so eine Art Zittern mit reinkommen und auch beim Zurückgehen. Zu den ganzen anderen Einstellungen, vorwärts, rückwärts, rechts, links und drehen. Das kann man natürlich auch noch zusätzlich mit reinbringen und dann müsst ihr das selber ausprobieren, welchen Effekt ihr haben wollt. Da mir aber das Ganze doch noch ein bisschen zu statisch ist, baue ich eine Bewegungsunschärfe mit rein. Also eine Art Bewegungsunschärfe. Die findet ihr auch unter Video. Und zwar nennt die sich Spuren, oder? Spuren, genau richtig, Spuren. Da komme ich jetzt auch mal drauf zu sprechen. Diese Spuren, also diese Motion Blur Geschichte, Bewegungsunschärfe, die basiert auf die Frames in der Vorberechnung, je nachdem, wie groß unser Projekt ist, also wie unsere Projekteinstellung ist. Wir haben ja natürlich im Videomodus, gucken wir mal, genau 50 Frames eingestellt und hätten wir ein Projekt mit 60 Frames, würde hier im Maximum 60 Frames stehen und so weiter. Jetzt gehe ich mal wieder runter. Das Ganze ein bisschen sichtbarer wird.
zwar, ich gehe nicht auf volle Kalotte Frames, sondern ich gehe mal so auf 13 Frames. Und wir generieren mal wieder eine Exportvorschau, indem wir ja mal die Zeitachse zur Quelle kopieren und einen Bereich auswählen von, na, sagen wir mal, ach, machen wir ein bisschen länger. Haben wir länger was von hier, 20 Sekunden. Exportieren es. Nehmen wieder hier den Test-Dummy und warten ein bisschen. Schauen wir uns doch mal das Ergebnis an. Ich glaube, das war jetzt wohl eindeutig erkennbar, was es mit diesem Effekt auf sich hat. Zu diesem Effekt möchte ich ganz gerne noch was auch hinzufügen, was die Spuren angeht. Hier steht es ja auf 13 Frames. Die braucht es natürlich, wenn es zur Vorrenderung für Shotcut, damit dieser Effekt dann sichtbar ist. Das heißt also, würde ich auf 50 Frames gehen, würde erstmal in den ersten 50 Frames hier gar nichts passieren. Sichtbar. Nicht, dass ihr euch wundert, so von wegen, dass der Effekt noch nicht da ist. Ja, jetzt gilt es nur noch, alle Effekte einzuschalten. Also die, die wir wirklich brauchen. Ja, ein bisschen rüber. Und diesen auch, obwohl der hier drunter liegt, aber wir haben ja diesen kleinen Vorspann noch, den müssen wir auch aktivieren. Ja, und dann wird dann irgendwann mal, wenn wir das Ganze exportieren, auf YouTube, auf Codec, entweder qualitätsbasiert, da scheiden sich noch die Geister. Da werde ich später auch nochmal drauf eingehen, wie man was am besten exportiert. Ja, das war es wieder für diese Folge. Ich hoffe, ihr konntet gut mitkommen, habt einiges verstanden und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalässt und einen Daumen. Ja, und in der Videobeschreibung findet ihr auch noch weitere Links, also die Playlist zu meinen weiteren Folgen mit Tutorials. Ich bedanke mich und sage Tschüss, euer David van Scouten.